Ja, aus meiner Sicht lohnt die sich auf jeden Fall. Zum einen muss man sagen, kann man sich fragen, wie sind denn die Lernerfolge im Inverted Classroom? Ne? Also lohnt es sich, den einzusetzen, werden die Studenten besser? Und da gibt es natürlich mittlerweile unendlich viele Studien in den letzten 20 Jahren, die verglichen haben traditionelle Lehre versus Inverted Classroom. Es gibt auch zig Meta-Analysen, die sozusagen vorliegende Studien zusammenfassen. Und wenn man sich die genauer anschaut, muss man sagen, also in den Meta-Analysen kommen in der Regel positive Effekte raus, die für den Inverted Classroom sprechen, dass die Studenten, also die Lernleistung der Studenten im Inverted Classroom höher ist. Man muss ein bisschen skeptisch sein bei den Ergebnissen, weil da auch Verzerrungen stattfinden natürlich. Also zum Beispiel der klassische Neuigkeitseffekt. Ne? Diese Studien finden in Situationen statt, in denen Studenten zum ersten Mal Inverted Classroom machen und dann finden sie die Methode vielleicht auch besser und so weiter. Und noch zahlreiche andere Effekte. Das heißt, mit aller Vorsicht, würde ich sagen, stimmen die Ergebnisse trotzdem optimistisch. Man muss aber auch sagen, dass die Streuung oder die Varianz in den Ergebnissen ziemlich hoch ist. Das heißt, es gibt Inverted Classrooms, die sind grottenschlecht, viel schlechter als die traditionelle Vorlesung. Es gibt aber auch Inverted Classrooms, die sind viel besser und alles dazwischen. Das spricht eher dafür, dass Inverted Classroom nicht prinzipiell besser ist als die Vorlesung, sondern dass es darauf ankommt, wie man ihn durchführt. Das heißt, man kann jede Methode gut oder schlecht durchführen. Das heißt, man muss die Frage stellen, wie mache ich einen Inverted Classroom gut? Und wenn man mit dieser Frage hineingeht und seine Lernsituation gestaltet, dann würde ich sagen, lohnt sich das Investment auf jeden Fall. Insbesondere, weil ich auch davon ausgehe, dass das die Art und Weise ist, wie wir in Zukunft lernen werden. Denn in einen Hörsaal zu gehen, um dort einen Vortrag anzuhören, den man jederzeit auch online hören könnte, ist einfach auch ein Aufwand, der sich zukünftig immer weniger lohnen wird. Also der Aufwand lohnt sich, in die Präsenz zu gehen, um mit den anderen zu arbeiten.